live. Ja, danke, danke schön. Danke. Brauchst du Gebäck dazu? Nein, danke. Okay, Mahlzeit. Ja, irgendwann gelten. Frühstück. So, meine Freunde, das war gerade mein Frühstück. Jetzt sitzen wir im Flieger Richtung Istanbul. Ich glaube, der Flug ist 2,5 Stunden. Hier habe ich einen Monitor vor mir. Ich hoffe, ich kann den Film schauen. Ich werde in 2 Minuten werde ich einschlafen. Das ist die Premiere, das erste Mal fliege ich mit Turkish Airlines. Ich hoffe, es gibt gutes Essen. Kebab. So, Jungs. Jungs. Leute. Wir sehen uns in der Türkei. Kemerleriniz gösterilen şekilde bağlanır. Belinize göre ayarlanır. Ve ikaz ışıkları sönünceye kadar bağlı ve görünür tutulur. Kemeriniz gerektiğinde gösterilen şekilde açılır. Bebek kemeri kabin ekibi tarafından verilir. Touchdown Istanbul. So, jetzt ist Passportkontrolle und davor müssen wir uns irgendwo ein Visum kaufen. Ah, das steht schon. Visa. Wir haben es nicht online gekauft, das heißt, wir müssen es jetzt kaufen. Alles gut, Baby? Alles schwarz auf meinem Handy. Played here, I know him. Favorite Turkish player. Three season Turkey, Apia. Yeah. Die Marken auf der Seite sind Zara und so. Und wo sind die gefälschten Sachen? Angekommen. Wir lassen jetzt unsere Koffer bei unserer Freundin Melida. Sie arbeitet hier und wohnt mittlerweile in der Türkei, in Istanbul. Und dann lassen sich hier ein bisschen spazieren, shoppen. Und sie verkauft sie Kleider um 1000 Euro. Angekommen. Ja, das billigste ist 1000 Euro. Er hat gesagt, die kurzen beginnen ab. Ich bin okay. Und die langen. Aber ich glaube, George kauft mir heute ein Kleid hier. Mit mehr als Prozenten, gell? Was für Prozente kriegt sie? Ups. Scheiße. Was reinschauen? So, Nanas und ich sitzen jetzt draußen im Einkaufszentrum. Das ist so eine Aussicht. Und wir sind ein geiles Restaurant. Wir schauen gerade, was wir uns gönnen werden. Und das schaut schon alles richtig gut aus. Ich glaube, das wird doch richtig gut schmecken. Ja. Ich glaube, für Türkei ist es teuer, aber ich weiß nicht. Oh, vielleicht ist es Cheddar. Aber das kommt, wie viel haben wir gesagt? 24, 10 Euro oder so. Ja. Schauen wir mal.
mexikanisch. So, ich habe mich für einen Burger entschieden, alles für das Cup-Sandwich. Und ich gönne mir jetzt mal ein Bier. Cheers. So, wir haben uns vertan. Wir haben dieses Cup-Sandwich bekommen. Nicht mit Burger drinnen. Wo ist die Karte? Unter, drunter. Nein, die hat er jetzt weggenommen. Fragen wir gleich. So, ich habe einen Burger mit Sucuk. Und ja, ich mag eigentlich keinen Sucuk, aber sowas habe ich noch nie gesehen. Schauen wir mal. So Leute, es ist Zeit für ein Dessert. Und ich zeige euch, hier schaut alles Bombe aus. Das Essen war auch jetzt sehr lecker. Jetzt überlegen wir uns, was wir uns nehmen. Cheesecake, Bananensplit, Profiteroles. Das ist brutal. Geht's weiter? Da. Ich weiß nicht, was das ist, aber schon auch gut aus. Ah. Da ist nichts, da ist nichts. Das schaut auch geil aus. Ja, was ist das? Maras, aber nicht deutsch. Das schaut, oh, das ist aber Kaffee. Nein, das ist Kaffee, das wollen wir doch. Ja, aber ich habe schon gesehen auf einen Teller, urgeil. Ich will Oreo, Nutella, Cheesecake. Und ich will... und ich nehme... ich nehme so einen Bananensplit. Fuck it. Passt. Muah. Das ist der Bananensplit. Das ist der Oreo Cheesecake. Shit. Mit Eis noch. Oh mein Gott. Bist du glücklich? Ja. Du? Probier. Warum von da? Warum probiert von vorne? Weil da ist kein Dings mehr. Okay. Da ist kein Dings mehr. Okay. Danke schön. Ja? So. Ist das Vanille? Bringt ihr mir jetzt einen neuen Löffel? Ich hoffe, er bringt mir jetzt einen neuen Löffel. Ganz meiner. Okay. So, wir sind jetzt bei Barkev zu Hause. Er bestellt uns jetzt ein Uber. Wir sitzen hier gerade im Dunkeln. Keine Ahnung wieso. Seine Schwester ist dort hinten. Er hat hier ein Rudergerät. Und Gewichter. Schau diese Maschine an. Ja, schön. Und dann gehen wir schießen am Meer. Am Meer, Barkev? Ja. Ja, wir gehen ans Meer. Zu Bosshaus. Zu Bosshaus, die Gruppe Bosshaus. Wie heißt das? Bosphorus. Bosphorus? Ja. Ist das Bosporus? Ja, ja. Bosporus. Ach so, Bosporus. Ach so, du sagst das Englisch? Nein, nicht. Ist es Bosporus? Es ist nicht auf Türkisch. Was ist Türkisch? Boazici. Er sagt sie auf Englisch, er sagt PH Bosporus. Ah. Mhm. In Österreich ist das Bosporus. Ja. In Österreich nicht, auf Deutsch, in Österreich. Ja. Ist die Shisha gut dort? Ja, besser. Besser als wo? Mhm. Als unser Boss. Besser als Wien, ich glaube. Okay, schauen wir mal. Schauen wir mal. Barkev hat mir jetzt ganz unauffällig, ganz dezent gesagt, so. dass es eine luxuriöse Shisha-Bar ist und er fragt mich, ob ich mit der kurzen Hose hingehen möchte. Anstatt mir gleich zu sagen, ich soll nicht mit der kurzen Hose hingehen.
Das heißt, ich muss mich leider umziehen. Aber Bartgeld kommt mit den Schlappen. Gell? Was? Mit diesen Schuhen kommst du, oder wie? Diese Schuhe. Diese Schuhe. Die Jobbernschuhe. Türkische Uber. Heißt Uber. Stranger Uber. Uber. Jetzt fahren wir zum Bosporus schießen. Nein, Bruder, ich film dich. Gehen wir. Servus. Hooker heißt es hier. So, wie kommt? Ich weiß nicht, hier ist Bombenluft. Und Bombenessen wird es hier auch geben. Super. Leute, wir sitzen hier im Hooker. Man sieht das nicht, wir sind direkt am Bosporus. Bro, zeig ganz kurz, wo wir sind. Ja. Wir sind hier zwischen Europa und Asien. Und das ist die coole Menükarte. Das ist ein iPad dort. Josh, kannst du Asien sehen? Ich sehe nach Asien rüber, verdammte Scheiße. Du kannst schwimmen. Nein. Du kannst nicht. Ich kann nicht schwimmen. Wirklich? Ich kann nicht schwimmen, Bro. Ich kann nicht schwimmen. Lach nicht. Nicht. Warte jetzt, Leute, ich muss meinen Blitz entschalten. Das Essen ist Bombe. So, und das ist mein Abendessen. Pide, Fleisch, na, Blödsinn, Pide. Es stand Pide dabei. Wie heißt das Backe? Bursa Pide Kebab. Bursa Pide Kebab. Irgendwas mit Pide ist Brot. Brot ist dabei. Bursa ist Stadt. Also Brotkebab von Bursa. Brotkebab von Stadt. Ah, das ist das Brot. Und das ist diese Mörder Shisha. Echt gut, echt Wahnsinn. Grape. Und dann nicht alkoholisches Getränk. Und hier ist alles halal. Shisha ist halal und Bio. Und Bio. Bio-Shisha.